weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, euch davon zu erzählen. Wir haben bei Langtraining einfach mal wieder geiles Zeug gebaut. Der richtig heiße Scheiß kommt von uns. Und heute muss ich euch davon erzählen, von unserem neuen Produkt. Es geht um unseren LT90N Evo. Ganz viele Buchstaben, ganz viele Kürzel. Und das ist der richtig geile Scheiß, weil das ist der neue Zylinder, den es jetzt bei Langtraining gibt. Und heute, in diesem Video, möchte ich euch den zeigen und worum es dabei geht. In diesem Sinne, viel Spaß damit. Jetzt geht's los. Spannendes Intro, oder? So, dann hallo nochmal. Nochmal ganz normal. Schönen guten Tag. In die Hände geklatscht, damit alle wach werden von euch. Ich habe hier wieder mal meine Peaky Blinders Mütze auf, weil ich sie einfach geil finde. Bevor wieder die Leute... Ey, die Kommentare unter den Videos sind manchmal witzig, ne? Dann sagt ihr, was, wo ist denn der Mützenmann oder was stand da drunter? Ich kann auf jeden Fall gut drüber lachen. Ich mag meine Mütze. Weiterführend ist es aber heute nicht das Thema. Das eigentliche Thema ist ein mir tatsächlich sehr am Herzen liegendes Thema. Ich erkläre es kurz geschichtlich, warum. Es hat sich vor vielen Jahren zugetragen. Das war schon, ich glaube sogar, es war im letzten Jahrtausend. Da bin ich den ersten 85er gefahren. Und das war so geil, wie so ein Ding geht, wie so ein 85er geht. Ein Traum, ein Gedicht. Im Gegensatz zu einem originalen 50er ist das natürlich eine richtige Messe. Wenn so ein Moped irgendwo damals, ja, wir hatten glaube ich so 12, 13 PS und das fuhr so gut. Man konnte eine schöne, aufrecht sitzende 100 damit fahren und es ist einfach nur gut gefahren. Prima, super. Irgendwann konnten wir das dann sogar vom TÜV eintragen. Ich bin am Anfang noch ohne TÜV rumgefahren. Das ist aber nicht in Ordnung, macht das nicht. Geht zum TÜV und tragt euch die Kisten ein. Ist heutzutage fast kein Problem mehr. Gibt es viele Leute, die das mittlerweile machen. Und ich kann auch sagen, wir arbeiten weiterhin auch an dem Thema. Und auch andere Firmen, dass man das eben auch weiterhin kann, diese Sachen eintragen als Motorrad. Was dann später passiert ist, wir haben dann später 85er bauen lassen bei Almut. Das sind die, die ihr auch heute noch bei allen möglichen Händlern kaufen könnt, wo oftmals LT vorne dran steht. Allerdings steht dort LT vorne dran relativ ohne Grund, weil das ist nicht von uns getuned, sondern das ist ein Zylinder, den haben wir mal ja, teilweise entwickelt, nicht vollständig. Da hatte jemand anders vorher schon die Finger dran, dann haben wir eine Kleinigkeit verändert, dann wurde nochmal was verändert, dann haben wir Durchmesserhöhen ein bisschen angepasst. Das ist aber kein richtiger Tuningzylinder, aber das war immer die Basis für unseren LT85 Evo, für den Sport von 85er und alles, was dazugehört. Jetzt ist es so, dass mittlerweile die Nachfrage nach unseren Tuningzylindern so groß geworden ist, dass wir natürlich schwierig hinterherkommen, weil wir jeden einzelnen Zylinder von Hand fräsen. Ich habe schon ganz viele Videos dazu gemacht, müsst ihr mal schauen, wenn ich durch die Werkstatt gegangen bin, habt ihr mal gesehen, wie wird so ein Ding gefräst. Da wird erst CNC vorgefräst, dann wird er von Hand gefräst, dann tun wir jeden einzelnen kontrollieren, nachholen, verpacken. Das ist zwar schön, diese Handarbeit, aber ganz am Ende muss man ehrlich sagen, es geht auch besser. Und besser wäre in dem Fall eine komplette Neuentwicklung. Das heißt also, wir haben jetzt den Zylinder richtig komplett von Grund auf neu entwickelt. Die Überströmer genauso, wie wir sie haben wollen. Auslass, Nebenauslässe, Einlass, Kühlkörper. Der ganze Kühlkörper von dem Zylinder ist extra komplett anders konstruiert, damit er besser kühlt, damit er steifer dasteht. Steifer dastehen heißt, wenn man jetzt einen Zylinder hat, man hat dort relativ dünne Wandsteigen, damit man Gewicht spart oder damit man eben, ja, eben einen vorhandenen Zylinder nehmen kann, dann fräst man viel davon raus, dann geht ja überall die Wandsteige verloren und der Zylinder wird unstabil. Das haben wir mit dem Evo sehr gut im Griff gehabt. Das heißt also, es gibt ganz viele Evo-Besitzer, ihr wisst bestimmt, was ich meine, diese Zylinder fahren total geil. Das ist ein Träumchen, diese 85er Evo. Und deswegen verkauft sich das auch so gut. Aber wir müssen halt jeden von Hand fräsen. Das sind viele Stunden Arbeit von Anfang, bis er fertiggestellt ist. Dann haben wir natürlich irgendwann gesagt, okay, wir wollen den Schritt gehen, wir wollen den Zylinder haben, der so viel besser ist, dass man den eben nicht mehr von Hand fräsen kann. Das heißt, wir haben unsere eigenen Gussformen und so weiter. Das Spiel muss ich jetzt nicht so weit eingehen. Ihr kennt das Spiel, es werden Zylinder direkt für uns gegossen. Und deswegen haben wir jetzt, das Projekt geht seit 2 Jahren, den 85er Nigasil. 85 stimmt nicht, ist ein 90 Kubik, stimmt auch nicht, ist hin und her gerechnet, aber wir haben einen 50 mm Kolben, ausgerechnet einen Hubraum kenne ich jetzt gar nicht, ist auch egal. Unser LT90N Evo. Deswegen 90 auch genannt, weil er eben größer ist als der 85er, von Anfang an einen größeren Kolben hat. Und deswegen bekommt er auch diesen Namen, damit ihr ihn auch nicht verwechseln könnt. Und dieser Zylinder ist jetzt endlich mal genauso, wie wir ihn haben wollen. Wir haben 3 Probezylinder davon gießen lassen. Das heißt, der dritte war erst der, wo wir gesagt haben, jetzt gefällt er uns. Deswegen hat das Ganze auch ein ganzes Stück länger gedauert als bei anderen Leuten. Es gibt ja solche Produkte schon auf dem Markt. Und ich behaupte mal, wir haben das Beste. Kann man natürlich jetzt drüber streiten. Ihr könnt es einfach mal ausprobieren. Und ich werde euch jetzt mal den Zylinder von innen zeigen und noch ein paar Sachen dazu sagen, warum wir welche Stelle so gemacht haben. Und wo eben die Leistung herkommt, vielleicht ein Stück weit. Und auch die Herangehensweise, wie wir den Zylinder gemacht haben. Deswegen kommen wir mit einem anderen Tisch hier.
So, jetzt fangen wir schon mal so an. Jetzt mache ich schon mal hier den Karton auf. Die Jungs haben mir natürlich ein Kit vorbereitet, so wie ihr es nachher auch ausgeliefert kriegt. Hier in einem geilen Karton, wo das alles drin ist. Und auch so geschützt, dass es mal runterfallen kann. Nichts kaputt geht dabei. Hier, das kennt ihr schon, das Spiel, was man damit machen muss. Ne? Also wer mir jetzt sagt, dass er nicht weiß, was er damit machen muss. Aber da muss ich euch nicht erklären. So, jetzt machen wir das hier auf. Dann gibt es wieder die üblichen Verdächtigen, die in unseren Zylinderkits drin sind. Das heißt also, Kolben nach oben ausführen, verschiedene Anleitungen. Wir haben dann Aufkleber mit dazu, die wir natürlich immer dazu geben. Zylinderkopf innen zentriert, das ist neu. Deswegen gibt es auch diesen Zettel. Also, ich muss es euch nicht vorlesen. Doch, soll ich mal vorlesen. Also, Zylinderkopf innen zentriert. Zylinderkopf mit Innenzentrierung. Bei Montage, vor allem mit Dämpfungsgummi, darauf achten, dass die Innenzentrierung sauber in den Zylinder rutscht und nicht die Dichtfläche beschädigt. Zeige ich euch gleich, worum es dabei geht. Ist immer der Hinweis, das ganz Wichtige ist nämlich, dass wenn ihr den Zylinder bekommt, dass ihr den nachher auch geil fahren könnt und dass es nicht irgendwie kaputt geht. So, das kennt ihr auch schon. Erstens mal Qualitätszertifikat. Das heißt, wir haben das Einbauspiel gemessen, wir haben die Kanalkanten entgratet, wir haben den Kolben kontrolliert und das Set ist vollständig. Da geht es einfach nur darum, dass wir immer noch mal kontrollieren, dass alles seine Richtigkeit hat. Langtuning-Aufkleber sind selbstverständlich auch dabei. Abstimmanleitung. Ist jetzt ganz schön viel Zettelkram dafür, dass ich jetzt noch nicht den Zylinder gezeigt habe. Aber das findet ihr an unseren Kits immer, weil ihr könnt euch natürlich Mühe geben, wie ihr wollt. Wenn ihr überhaupt nicht lest und es einfach drauf baut und lasst einen Luftfilterumbau weg oder baut einen falschen Vergaser ran oder macht irgendwelchen Quatsch damit, funktioniert das Kit natürlich nicht richtig. Deswegen mein Tipp, nehmt euch einfach die 10 Minuten, euch das anzuschauen, damit das Ding nachher auch richtig geil funktioniert. So, und jetzt kommen wir zum Eigentlichen. Oh, ich muss hier mal vor die Kamera halten. Da ist es. Sieht aus wie eine Kopfdichtung. Ist es auch. Hier ist der eigentliche Zylinder. Jetzt ziehe ich den mal heraus. Jetzt habe ich ein bisschen an der Kamera gewackelt. Das gibt es ja gar nicht. So, das ist der eigentliche Zylinder. Und ich bin selber so, also ich bin jetzt schon einige Male damit gefahren. Ich bin selber so geil da drauf. Das ist so herrlich, das Ding. Ein Träumchen. Kolben, ich kann euch auch sagen, bei dem Kolben haben wir auch in Zukunft noch was Kleines vor für den Zylinder. Da wird es irgendwann noch ein Update geben. Das ist schon ein Update, aber es wird noch ein Update geben. Wir arbeiten an was. Allerdings ist es noch nicht raus, wann das kommt. Das sind schon die Barricade-Kolben von feinster Qualität. Ihr kennt die mittlerweile, gar kein Problem. Kommen wir zum eigentlichen Zylinder. So sieht das Teil aus. Ich hole mir noch eine Lampe dazu. Das ist so ein prima Zylinder. Und jetzt werden sich zum Beispiel Leute fragen, warum habt denn ihr da innen drinne den Steg zwischen vierten, also zwischen zweiten und vierten Kanal, also diesen Mittelsteg, warum ist denn der so kurz? Warum geht denn da nicht am Fuß los, wie bei allen anderen auch? Ja, weil wir das halt einfach anders machen. Und ich erkläre euch auch gleich, warum. Zylinder hat Nebenauslässe. Und da ist richtig einer zu Hause. Oh, ist das schön. So ein richtiges Gedicht ist das. Aber sowas von ein Gedicht. So, was kann man dazu noch sagen? Ihr wollt natürlich von mir wissen, wie viel Leistung das hat. Das erkläre ich euch im Abgang des Videos. Die Innenzentrierung. Ihr bekommt natürlich von uns, wenn ihr so ein Zylinderkit kauft, immer einen Kopf dazu. Lampe irgendwo hinhängen. Innenzentrierter Kopf. Was bedeutet das in dem Fall? Der Kopf schaut quasi... Also die Brennraumform schaut aus dem Zylinderkopf raus und wird quasi hier in den Zylinder hineingefädelt. Ich versuche es mal zu filmen, dass ihr das auch seht. So, dann verschwindet das hier drin. Jetzt könnte man das quasi hier Brummkreisel im Kreis drehen. Hat null Spiel und es hat einfach einen riesengroßen Vorteil. Ihr habt ja normalerweise bei einem Zylinderkopf, wenn zwei Flächen aufeinander drücken, also ungefähr so, habt ihr immer das Problem, dass das Gas in eine Richtung natürlich raus möchte. Wenn wir aber ein Labyrinth haben, Moment, ich hole mal einen Zettel und einen Stift. Das macht es doch viel einfacher. Wenn wir aber ein Labyrinth haben, das heißt also, wir haben einen Zylinderkopf. So. Und hier ist der Zylinder. Also im Prinzip sind das die zwei verschiedenen Bauteile. Moment, ich mache mal noch ein paar Striche, dass man hier sieht, dass das ein Schnitt sein soll. Dann ist es im Prinzip so, dass das Gas jetzt erst hier raus müsste und dann um die Ecke. Und das hat den riesen Vorteil, dass es einfach viel besser dicht wird. Das heißt, das Gas müsste erst hier hoch, um die Ecke und hier raus. Und damit hat der Zylinder eine viel höhere Chance, dicht zu bleiben. Gleichzeitig haben wir natürlich immer die Kopfdichtung, die wir mit einbauen. Diese hier, die legen wir da oben mit rein.
Fast genau auf den Kopf drauf. So, dann wird das Ganze zusammengebaut. Und dabei muss man natürlich beim Zusammenbau darauf achten, dass es eben alles übereinander liegt und dass der Kopf hier reinrutscht, ohne dass die Dichtung sowas Komisches macht, wie ich es gerade gemacht habe. Am besten, ihr nehmt euch einen kleinen Klecks Fett und setzt es zusammen. Das ist jetzt blöd, wenn ich hier filme und das nicht auf dem Moped drauf habe, weil auf dem Moped habt ihr es ja zentriert über die Stehbolzen. Aber ihr versteht erstmal, worum es geht. So, das kann man momentan zu dem Zylinderkit sagen. Ich zeige euch jetzt nochmal die Optik. Und es gibt nämlich noch einen kleinen Vorteil, den wir gebaut haben. Das ist ein kleines Geheimnis, was ich euch jetzt schon gezeigt habe. Ihr seht hier diese kleinen Nuten drin. Also ich zeige es mal für... Moment. Ich zeige es mir für alle, die jetzt nicht so richtig in der Materie drin sind, nochmal, was ich meine. Und zwar dreht sich es um diese Dinger. Das ist nichts weiter als eine kleine Vertiefung, die sich genau unterhalb vom Nebenauslass befindet. Und die hat einfach den riesengroßen Vorteil, dass der Kolben und der Kolbenring immer wieder über diese Stelle drüber rutscht. Und beim Drüberrutschen nimmt er quasi Schmierung und Kühlung mit und kühlt damit den Nebenauslass. Und mit diesem Teil, den wir hier reingemacht haben, haben wir einfach einen riesen Vorteil gehabt, dass an der Stelle der Kolben sich viel weniger abgenutzt hat. Sonst hatten wir auf dem Kolben hier so leichte Reibespuren an der Stelle, wo der Nebenauslass ist. Und diese Reibespuren führen eben immer wieder dazu, dass der Kolben natürlich hier ein kleines bisschen verschleißt. Haben wir mit den Teilen überhaupt nicht mehr und es funktioniert einfach traumhaft. Jetzt habe ich einen Kolben fallen lassen, das sollte man unbedingt machen. Nicht? So. Jetzt erzähle ich noch was über die Kanalführung. Aber dafür mache ich euch die Kamera nochmal anders, dass ihr mich auch seht. Also grundsätzlich... Bei den Technikaffinen unter euch. Wir haben eine etwas bessere Leistung, als wir es in dem Evo hatten. Wir haben das bei weniger Drehzahl, wir haben ein breiteres Band. Aber der eigentliche Vorteil, der eigentliche wirkliche Vorteil ist, dass der Zylinder, wenn er brutalst heiß wird, also ihr gebt dem so richtig Schwung vor den Kopf, bleibt der Zylinder einfach mega stabil rund und behält seine Leistung. Und das ist halt bei einer Gussbuchse ein bisschen bedenklicher. Das war jetzt nicht so, als hätte jemand mit dem LT85 Evo Leistung vermisst, aber ihr werdet mit dem einfach merken, dass die Leistung viel stabiler ist und dass man viel, viel, viel mehr, wir haben unzählige Testfahrten damit gemacht, viel mehr dem Ding vor die Gusche treten kann, auch wenn es richtig heiß ist draußen. Und trotzdem bleibt die Leistung halt ganz einfach gleich. Und das merkt man auch, das hört man auch. Wenn der Motor dann da steht, der klingt so richtig satt und so richtig von unten. Pang, pang. Ist lustig, wenn ich das so erkläre. Das ist so ein Quervermerk zu einem eigenartigen Film. Auf jeden Fall ist das Ding so richtig stabil, steht gut und lässt sich auch einfach geil fahren. Und es gibt auch in Zukunft, wird es zu dem Kit noch verschiedene Updates geben. Gibt es ein paar Kleinigkeiten, die wir eben neu machen. Wir haben auch neue Auspuffe, die wir dazu entwickelt haben. Da wird auch noch einiges kommen. Und ja, ihr könnt aber das Kit jetzt ganz einfach auch, und das ist auch ganz wichtig, auf euren vorhandenen Motorblock draufstecken, wo vorher ein Evo drauf gepasst hat. Könnt ihr jetzt den Zylinderkit nehmen, könnt ihn draufstecken. Also wenn ihr einen 54 oder 54,2 mm Maß habt mit eurem Gehäuse drin und das ist länger als 12 oder mindestens 12 mm, dann kriegt ihr das da rein. Sind es 12 mm? Könnt ihr mal messen, ne? Also so, wie es beim Evo vorher auch war. In jedem Fall, es gibt ja Gehäuse, die sind quasi nur flach ausgespindelt für unsere gekürzten Zylinder, also die so aussehen wie der. Und dann gibt es auch Gehäuse, die sind komplett durchgespindelt. Geht in beiden Fällen auf beide Motorengehäuse rauf, die ein 54er Maß haben oder auch größer sind. Da kommt wieder die Frage, kann ich das auf ein größeres Gehäuse drauf bauen? Ja, das geht. Also auch wenn das 55 oder 56 ist, kann man den Zylinder drauf bauen, da geht nichts kaputt, das fährt auch einfach. Warum haben wir den Steg zwischen, sag ich mal, A-Strömern und B-Strömern, also den ersten Überströmern und den zweiten Paaren, sind ja immer Paare, sind ja vier Stück insgesamt. Warum ist der Steg so kurz bei uns? Hat ganz einfach den Grund, man versucht ja so viel Fläche wie möglich zu bekommen mit dem Überströmer. Und der Steg, der hat überhaupt nicht den Grund, dass der dort eine Führung bildet, jedenfalls nicht bei so einem relativ beschränkten Kanal-Layout, sondern der Steg hat den Grund, damit der Kolbenring etwas hat, worüber er laufen kann. Und genau deswegen haben wir die Überströmer so konstruiert, dass nur der Kolbenring eine Führung hat, und den Überströmer eben anders konstruiert und konnten dort mit, also auf diese Art und Weise, die Bauweise, mehr Querschnitt rausholen, als wenn wir es von weiter unten angefangen haben und haben es mit der Konstruktion halt uns ein bisschen einfacher gemacht und das funktioniert absolut hervorragend. Was kann man noch sagen zu dem Zylinder? Ja, die Entwicklung, die ging immer weiter. Wir haben auch die Nebenauslässe mehrfach umkonstruiert. Wie gesagt, die Gussform ist von vorne bis hinten alles komplett neu und eigen. Jetzt überlege ich gerade, was ich euch darüber noch erzählen kann. Also ich erzähle euch, dass ich das in Kürze auf mein Moped drauf baue, weil ich habe es bis jetzt nur im Firmenmoped gefahren. Ich baue das auf mein Moped drauf und gebe dem auf der Rennstrecke mal so richtig vor den Kopf. Aber da ich jetzt schon weiß, wie das funktioniert und gehalten hat, das fährt einfach nur geil. In den vorhergehenden Videos habt ihr vielleicht auch schon gesehen, wir haben das jetzt auch schon mit 24er Vergaser getestet. Und das mit dem 24er Vergaser hat auch absolut tippidoppi funktioniert. Bin ich jetzt nicht der größte Fan davon, weil der 24er Vergaser fällt natürlich auch auf.
Aber es gibt tatsächlich Freaks, die sagen, ich will das, ich brauche das. Und deswegen haben wir es auch damit mal ausprobiert und haben tatsächlich auch ziemlich gute Leistungswerte damit. Es hat sich also deutlich verbessert damit. Die Drehzahl ist nochmal gesunken, die Leistung ist gestiegen, hat also auch Punkte gebracht. So, jetzt höre ich auf zu quatschen. Ich mache euch jetzt nochmal ein paar Bilder, dass ihr ganz am Ende des Videos nochmal was Schönes zum Angucken habt, ein Schmankerl. Und dann drehe ich hier mal zu. Ich habe nämlich extra gewartet für das Video, bis es draußen dunkel ist. Und jetzt muss ich aber ins Bettchen. Das ruft nämlich. Also in diesem Sinne, probiert mal das Zylinderkit aus, guckt mal bei uns im Shop, da findet ihr den. Und dann lasst mal einen Kommentar da, wie ihr es findet. Und wenn ihr es ausprobiert habt, dann schreibt es auch mal. Ich würde mich wirklich über eure Rezensionen freuen. Ich glaube auch nicht, dass einer auch nur irgendwie ein kleines bisschen unzufrieden ist, weil es wirklich total geil geht. Das ist ein wunderschöner Zylinder. Eins meiner absoluten Lieblingsprojekte der letzten Jahre. Neben dem 50er Pro, muss ich sagen, weil das auch geil ist. Aber das hier ist nochmal den Schritt weiter und kann eben richtig was. So, jetzt habe ich nur gequatscht. Kaum Technik in diesem Video. Checkt's aus. In diesem Sinne, peace out und bis zum nächsten Mal.